Hallo Leute, grüß euch. Es gibt mal wieder Neues von mir. Heute geht es um das Thema Wettkampfcoaching. Es ist wieder soweit, mit dem Jahreswechsel begeben sich wieder viele Athletinnen und Athleten in die Wettkampfdiät. Die einen müssen ein bisschen früher anfangen, weil sie sich ein bisschen zu sehr in die Offseason begeben haben. Die anderen haben noch ein bisschen Zeit, aber alle machen sich jetzt so nach und nach Gedanken. Die starten, mit wem sie starten, wo sie starten, welcher Verband, welcher Vorbereiter und so weiter. Ich bekomme jetzt wieder vermehrt Anfragen für eine Wettkampfvorbereitung, worüber ich mich auch sehr freue. Ja, das ist eine klasse Sache. Aber jetzt kommt der Haken. Manche Athletinnen und Athleten, die möchten eigentlich nur einen Vorbereiter nehmen für die letzte Phase, für die heiße Phase, für die Peak Week und sonstiges. Also es soll darum gehen, mach mir nochmal das Feintuning, mein Feintuning für die letzte Phase vor dem Wettkampf und hol nochmal alles aus mir raus. Liebe Leute, es gibt keinen Coach auf der ganzen Welt, der in der Lage ist, für euch, wenn er euch als Athlet nicht kennt, diese Phase ordentlich zu planen, so wie sich das gehört. Was ihr haben könnt, wenn ihr solche Anfragen an Coaches stellt, ist Schublade 1 auf, ein Blatt Papier mit einem standardisierten Plan, der noch mit eurem Namen versehen wird, mit eurem Kilogramm Körpergewicht und vielleicht nochmal die Kohlenhydratmenge plus oder minus gemacht wird, und dann bekommt ihr den. Wenn ihr sowas für 50 Euro haben wollt, weil euch dann wohler ist, dann müsst ihr es nehmen. Von mir bekommt ihr auf solche Anfragen generell eine Absage, weil ich guten Gewissens so etwas nicht machen kann. Wie soll es eurer Meinung nach möglich sein, dass ein Feintuning, das euren Wasserhaushalt betrifft, das euren Kohlenhydratstoffwechsel betrifft, das sogar eure Psyche betrifft, für euch zu machen, wenn ich euch nicht kenne. Wenn ich von euch 2 Wochen vor eurem ersten Wettkampf die Daten bekomme und dann die Bilder und so, und jetzt mach mal. Es ist schlichtweg nicht möglich, Leute. Eine individuelle, funktionierende Peak-Week-Planung basiert auf einer Zusammenarbeit, basiert auf einer grundlegenden Kenntnis einer Person. Man sollte da im allerbesten Falle mindestens schon mal eine Aufbauphase und eben dann eine komplette Wettkampfdiät miteinander zusammen durchgestanden haben. Dann weiß man auch wirklich als Vorbereiter, auf was man sich einstellen muss bei solchen Abschlussplanungen für die Meisterschaften. Und selbst dann ist es immer noch schwierig, vor allem mit Neulingen oder vor allem mit Erstplanungen, mit Athleten, die man neu betreut, dass man das wirklich dann auf den Punkt bekommt, Leute. Es ist wirklich eine extrem schwierige Sache und es basiert wirklich extremst auf guter Zusammenarbeit und auf Erfahrungen, die man eben aus einem laufenden Coaching schon mit rausnimmt. Alles andere ist Mumpitz. Wenn euch jemand derartige Planungen anbietet für einen Betrag, den ihr auch gerne bereit seid zu bezahlen, könnt ihr das machen. Ich verspreche euch, in 10 von 10 Fällen, da lehne ich mich aus dem Fenster, dass ihr eine pauschalisierte Planung bekommt, die vielleicht in 7 von 10 Fällen auch ganz gut funktionieren wird. Aber 3 von den 10, die springen über die Klippe, bei denen wird das absolut nicht funktionieren. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr so einen Plan auch irgendwo im Internet findet, und ihr da auch keine 50 Euro ausgeben müsst dafür. Also, liebe Athletinnen und Athleten, die letzte Phase eines Wettkampfs ist für euch entscheidend, aber es wird euch nichts bringen, wenn ihr euch da nochmal für diese letzte Phase einen Fachmann holt, um da nochmal Hand anlegen zu lassen. Es wird euch nichts bringen, weil der Fachmann seine Kompetenz überhaupt nicht ausspielen kann. Das ist schlichtweg nicht möglich. Ohne einen Athleten zu kennen, kennenzulernen, zu wissen, wie er tickt, zu wissen, was er macht, wie sein Körper reagiert, wie seine Psyche ist, kann man sowas nicht machen. Da kann man Bücher lesen, so viele man möchte, da kann man Studien lesen, so viele man möchte. Sowas passiert neben der ganzen Theorie auch auf einer soliden Basis, die sich eben nur aus einer ordentlichen Zusammenarbeit erschließen lässt. Das möchte ich euch heute mit auf den Weg geben. Also, entweder ihr macht alles komplett alleine,
was ich absolut respektiere und was auch möglich sein kann, wenn man das nötige Know-how hat, wenn man den nötigen Background hat und in der Lage ist, über die komplette Diät auf sich richtig zu hören und alle Signale des Körpers richtig zu interpretieren. Ihr hört das im Unterton. Ich glaube nicht, dass das vielen von euch das gelingen wird. Aber man kann es ja mal probieren. Das ist mit Sicherheit eine Erfahrung. Wenn ihr euch einen Coach an die Seite holt, ob das ich bin oder ein anderer, ist mir völlig egal, dann tut das. Aber gebt dem Coach die Gelegenheit, euch kennenzulernen, um für euch die bestmögliche Planung zu machen, ganz besonders im Hinblick auf die letzte Woche des Wettkampfs und die letzten Wochen des Wettkampfs. Das heute von mir, klarstellende Worte zum Thema Wettkampfcoaching. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, wenn es von euch eine Anregung zum Thema Wettkampfvorbereitung gibt, wenn ihr eine Anfrage habt oder wenn ihr vorhabt, wirklich einen Coach länger an eure Seite zu holen und mich da ganz potent findet, sage ich jetzt einfach mal, dann meldet euch gerne bei mir. Für solche Anfragen stehe ich gerne offen. Alles andere erfahrt ihr über meine Kanäle, über meine Homepage, sonstiges. Und meldet euch einfach, wenn es irgendwas gibt. Bis zum nächsten Mal.